Schiffvisite. Ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Ach, sag mal, was ist mit dir los? Hast du Drogen genommen? Ich hab nicht. Trüdi, Trüdi, Schrüdi. Hast du neues Cluster drin? Ne? Pass lieber auf. Ich hab doch keinen Wagenheber mehr. Es tut mir persönlich ab, mein Engelmann. Ich grüße dich. Wie geht dir das? Ganz gut soweit, danke. Du glaubst doch gar nicht, wie das für mich, was das für eine muggelige Verperlung ist, dass ich hier wieder darf. Ja, kannst du froh sein, ne? Ich bin das, ne? Bist du auch, ne? Das ploppt ja gar nicht richtig. Du musst dich auch gleich wieder Kritik anbringen. Nee, das ist okay, es geht. Aber hier, sie hat dir auch ganz gut gefallen, ne? Doch, da hast du gedacht, oh Anna. Mann. Ja, es ist eine sehr nette, es ne? ist eine reine Griechin, ne? Ja, natürlich, was denn sonst? Ist ja wohl klar. Sag mal, hier ist das nicht eine Sensation. Horst V. ist noch in den UI Cup reingekommen, ne? In was reingekommen? In UI Cup, ne? UI Cup. In UI Cup jetzt. In UI Cup. Ne? Ne? Oh. Wo ja noch, es stand ja mal auf der Kippe auf, ob sie jetzt überhaupt das noch schaffen oder ob sie absteigen. Und jetzt sind sie mit Moholder de Polders in den UI Cup reingekommen. Da hat Thomas Dolme Sorgen unfreiwillig noch mitgeholfen. Er wollte ja früher trainieren, jetzt hat er mit Dortmund verloren. Dadurch sind wir in UI Cup gekommen, ne? Was heißt denn eigentlich UI Cup? Wollte ich dich mal fragen, als Experte jetzt. Du bist ein Witzbold, woher soll ich das jetzt gerade wissen? UiCap, weißt du aber, was das ist, ne? Oh, das ist irgendwas so, sag mal, du verarschst mich doch, das weißt du doch ganz genau, was das ist. Ich weiß nicht, was UiCap, ich weiß, was das ist. Das ist ein Cup, mal sagen, hinter den, von Europa. Hinter den armen Leute-Cup, hinter UEFA-Cup, wo jetzt die Bayern spielen. Und dann kommt aber noch, wenn man das schafft, UiCap. Und wenn man das... Das ist früher, besser, oder was? Nein, das war früher dann danach noch die Mannschaften. Die haben dann, mal sagen, noch ein Turnier gespielt und der Sieger vom Turnier, der durfte dann den UEFA-Cup. Aber jetzt ist es nur noch ein Spiel, zwei Spiele, Hinspiel, Rückspiel. Aber ich frage mich die ganze Zeit, bei Champignons League ist es klar, da spielt der Champignon mit und die ersten anderen beiden. Und dann gibt es UEFA Cup, ist auch klar, aber UI Cup, was das heißt? Ist das auch Englisch? Heißt das UI. United? Was? Unter wahrscheinlich. Nein. Unter international, ne? Unter international. Oder unser. Das ist doch immer auf Englisch genommen. UEFA ist doch auch hier. Was ist denn UEFA eigentlich? Was ist denn UEFA? Was doch. Heißt denn UEFA? Das heißt doch auch bestimmt hier United Football. Was ein E, das ist doch kein F. Du hast du unten den Strich vergessen. UE. Das Ach heißt so, ja hier UFA. Dann UFA hier, ist UFA-Kino, was sie abgerissen nein, haben. Nein, dann hier Europa. Europa Football. Unser Europa. Nein, unser Fußball. Noch nicht. Wieso? U muss dafür irgendwas stehen. Das U-Bahn ist doch nicht oder auf was? Deutsch, Ditsche. Das ist Englisch, ne? Natürlich, das ist international. Vielleicht U. Ja, wie Underground, ne? Underground. U steht ja für U-Bahn. Dass sie unterm Rasen spielen. Untergrundbahn. Unterbahn. Im Untergrund spielen. Ich weiß das sie. Nicht. Aber weißt du, mein Ingo, mal ganz ein verschärftes Ernstsystem. Schalke ist schon mal wieder nicht Meister geworden, ne? Obwohl die das ja in der Tasche hatten. Ne? Die haben ja 7 Punkte voraus gehabt. Ne? Weißt du, was ich glaube, mal jetzt ganz ernsthaft, woran das gelegen hat, wer du schuld bei erst? Putin. Was? Putin. Putin und Schalke? Putin. 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 Schalke. Schalke ist nicht Meister geworden wegen Putin. Wegen Putin. Aber sicher. Und wie macht er das? Er hat einfach den Gashorn abgedreht, damit das Entmüdungsbecken nicht warm genug wird. So, jetzt kommst du. Weil er für Merkel auf Sauer war. Ach, du meinst, die machen... Gazprom ist das Stichwort, die machen mit die haben das auf der Baustelle. Auch Schalke heizen nie mit Gas oder was? Nehmen die nicht Kohle? Die heizen sogar mit Gazprom. Das ist doch hier Kohlerevier, oder nicht? Das ist doch, bleibt denen nur unbenommen. Schröder hat das doch noch eingefädelt, dass die auf der Brust auf mit Gazprom rumlaufen. Ach so, die haben das hier als Werbung, oder was? Und da kriegen sie von Putin über die Leitung, kriegen sie mir Sorgen, eine Sauerstoffbar... Ne? Um Luft zu tanken, das hat er wahrscheinlich auch zugedreht. Und wir sorgen, dass Gas jetzt was hineingeht in das Entmüdungsbecken. Das ist so seit Wochen schon kalt, unter Temperatur. Dass eine Muskelverhärtung stattfindet, dass sie nicht mehr laufen können. Das hat er, weil er über den Merkel sauer wurde. Das ist ihm überhaupt nicht von abbringen. Ach so, ja, weil die haben doch Stress gehabt auf dem Gipfel, ne? Oder was, ne? Die beiden, ne? Sie hat gesagt, die sollen den Schachspieler dumm, um nicht so drängselieren. Und da hat Putin gesagt, ja, das...
Wahrscheinlich. Mit den Demonstranten auch, ne? Und so weiter, ne? Und da hat er wahrscheinlich gesagt, was will die denn jetzt hier um mir erzählen? Da drehe ich doch mal schön Scheige, schön, dann werden die mal nicht Meister, noch nicht mal der Herzen, da ist gar nichts mehr, ist kalte Küche angesagt, ja, wahrscheinlich, ne? Merkel kann das ja auch egal sein, ob Scheige Meister ist, da kann Merkel sich ja nur auch nichts verkaufen. Können sie nicht, ne? Nee. Bleibt ja unbenommen an und für sich, ne? Ja, aber... Aber wenn du jetzt mal sagen, habe ich jetzt gerade gesehen im Fernsehen, jetzt gerade bevor ich gekommen bin, haben Leute Maden in die Füße reingelegt, damit die die Keime auffuttern. Das ist so eine ganz neue Technik bei den bei immer sagen, kaputte Beine und so weiter. Ne? Maden? Gibt das? War so eine Javanesierin, die hat mal so einen Mann mit einem kaputten Fuß Maden in die Füße rein, damit er die Keime auffuttern. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Weißt du, was mir da eingefallen ist? Es gibt ja hier Eigenurin ist das Stichwort, ne? Oh, hör auf. Eigenurin, ne? Hör auf. Katja Epstein jetzt, ne? Ne? Katja, ach so, die hat das in der Zeitung gerade gesagt, ne? Oder was? Sie hat das in der Zeitung gesagt. Prost, sag ich dazu, du. Ja, Prost, ja. Aber wirklich. Prost, ne? Gut gekühlt, ne? Oder was? Gut gekühlt ist halb gewonnen, machen wir gleich noch einen fertig. Aber das ist interessant, Katja Epstein, ja, sie ist schon wie ein junges Reh, ist sie ja, ne? Sie tanzt wie ein junges Reh, jetzt mal sagen, ne? Sie tanzt wie ein junges Reh? Ja, und sie hat schon... Wer sagt das? Das sagt, mal sagen, der Förster. Der Förster. Ne? Im Silberwald. Mach mal bitte gleich ein Bier und stell mal nicht so Fragen, auf die ein normaler Mann keine Antwort hat. Ich wollte mal sehen, ob du dir wieder da... Ich mach mal gar nichts. Mit Reh oder was? Das ist schon eine Übertragung von der Bedeutung. Das ist, jetzt weißt du, Katja Epstein, jetzt mal sagen, sie hat auch Eigenurin angewendet ihr Leben lang. Deswegen ist sie ja mit, mal sagen, Mitte 60 oder wie alt sie ist, sieht sie ja aus wie 25 und sie bewegt sich wie 15. Ich schmier das aufs Gesicht. Sie wendet es an, um eine reine Glättung zu erfahren. Man sagt ja, es ist eine Glättung. Urin, Eigenurin ist eine reine Glättung am Sorgen, am Gesamtkunstwerk jetzt, Mensch jetzt besorgen. Machst du das auch oder was? Oder weshalb bist du da so begeistert von? Ich finde es eine interessante These, ne? Ich mach das nicht. Ich mach das natürlich Gott sei nicht. Dank. Aber es macht mich Sorgen, es macht mich interessiert, dass es funktioniert. Dass es funktioniert, möchte ich beinahe so sagen. Wenn jetzt mal sagen, Eigenurin, man sagt ja, es hat eine glättende Wirkung. Mhm. Ne? Wenn du jetzt mal sagen, wenn du das jetzt nimmst, ne? Eigenurin, ne? Ja. Das ist das Stichwort, mein Ingo. Ja, ja. Dann kannst du, wenn das so eine glättende Wirkung hat, das ja auch noch an anderer Stelle anwenden. Da ist so bislang noch gar keiner aufgekommen. Ach so, was willst du denn damit jetzt dann noch? Willst du noch was anderes damit glätten? Nur wenn man jetzt zum Beispiel hier mal sorgen, hier Black & Decker oder der Bohrmaschinen-Schleifer, wenn man da mal sorgen sagt, hier, ihr habt doch euer 12er Schleifpapier oder so, wenn ihr jetzt doch schön noch mit Eigenurin einsprengselt, dann schleift das noch viel besser ab. Da kann man vielleicht aus einem Stück Kohle auch selber sogar einen Diamant rausgewinnen, weil Eigenurin ja eine glättende Wirkung hat. Dachte ich mir, ne? Wenn die wobei jetzt? Bei allen möglichen, zum Beispiel beim Bauen. Wenn du einen Stuhl baust, ne, macht man ja manchmal, dass man einen Stuhl oder eine Anrichte baut. Und wenn man dann, muss sagen, ein Schleifpapier hat, was mit Eigenurin jetzt, muss sagen, muss nicht unbedingt von Katja Epstein sein, kann ja auch wahrscheinlich von anderen Leuten funktionieren. Sonst ist das ja auch nicht Eigenurin. Wenn das von Katja Epstein ist, ist das ja auch nicht den Tischler sein eigener, ne? Hä? Ja. Was? Ja, Eigenurin. Eigenurin. Ja, ist ja von deinem eigenen. Das ist nur, das hat damit gar nichts zu tun. Katja Epstein kann ja wohl nicht nach dem Tischler hingehen und dem... Es ist immer Eigenurin, egal von wem das kommt. Wieso? Weil das der Urin selber ist, der eigene Urin, er selbst, der Urin. Nein, Ditsche. Es ist ein eigener Urin, wie ein Mensch oder wie ein Lebewesen. Nein, wenn Katja Epstein sich mit ihrer eigenen Pische einreibt. Ja, was ist das denn? In ihre eigene muss das sein, deine würde nicht funktionieren. Würde nicht, ne? Wenn sie sich mit deiner Pische einreiben würde. Würde mich doch gar nicht ranlassen. Würde sie wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Aber jetzt pass auf, mein Ingo, was ich mir überlegt habe, wenn das glättet, ne? Dann kann man das so zum Beispiel auch in Zerstäuber reinpacken, mal sagen, in so einen Blumenbestäuber. Packt man da Eigenurin rein und dann kann man jetzt zum Beispiel, jetzt du lass, jetzt kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt mal sagen, frische Bettwäsche, ich hab das ja einmal im halben Jahr, einmal im Vierteljahr, wenn ich frische Wäsche auftrage, Plumeau und dann mal sagen, eine Tüte über. Und Kopfkissen und so weiter, dann brauche ich das gar nicht mehr durch den Handmangel durchzaubern.
oder mit dem Bügeleisen, dann nehme ich das, wie das muss sorgen, wie es kommt. Ne? Verknittert, wenn das trocken ist, ne? Ja. Von der Leine. Ne? Ja. Ich habe ja eine Leine gespannt manchmal. Ja. Ne? Die nehme ich aber manchmal ab, weil ich da schon ein paar Mal im Dunkeln gegengelaufen bin, weil die muss sorgen, in einer anderen Höhe ist. Ich hatte da keine Haken in der Wand, aber das ist auch völlig egal. Ja. So, und dann nehme ich das mit den Falten und ziehe das Bett auf. Und dann nehme ich einen Zerstäuber und sprühe das ein. Dann ist doch an sich. Und piechst du das schön ein, oder was? Ja, weil es das glättet von selbst. Es hat eine glättende Bewegung. Und hier? Geruch? Wie Geruch? Ja, das riecht das doch. Das verfliegt doch. Das verfliegt? Ja, sicher. Urin steigt doch auf. Hast du mal, du kannst mal, weißt du, was du machst? Du bist doch so ein großer Freund von Test. Du kannst mal zu Hause, kannst du mal in ein Klo pischern. Und dann kannst du das mal eine Woche stehen lassen. Mach ich aber nicht. Und dann kannst du da mal wieder reingehen und dann kannst du mir sagen, ob das nicht riecht. Stehen geht sowieso nicht, nur schwimmen. Wasser schwimmt, Flüssigkeit auch. Ich müsste es einfrieren, damit das steht. Du weißt doch, was ich meine, Ditsche. Ja, aber weißt du was, wenn das glättende Wirkung hat, mein Ingo, das ist so eine alte Überlagerung. Man kann ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt ein Wildledermagazin hast, Magazin. Was für ein Magazin? Ja, wenn du hast, aus Wildleder ein Magazin, und wenn sie ihn schön glatt haben, dann kannst du den auch mal so mit Nierenstein schön schubbern, dann wird er glänzend, dann, weil das glättende Effekt ist dann in der Wildzeitung. Mit was? Mit Nierenstein? Ja, zum Beispiel, Nierenstein ist so gebackenes Urin, es ist so mal sagen wie ein Bernstein. So, und jetzt, aber weißt du, wo das herkommt, mein Engelmann? Weißt du, wo das herkommt, habe ich mir überlegt. Was jetzt? Ja, die ganze, das wo die Küche herkommt, kann ich dir nein, sagen. Nein, das Eigenurin glättet, wo das herkommt. Wer sich das ausgedacht das hat? Das ist aus der Zeit von den Piraten. So, nun kommst du. Da ist so lang ist das schon alt. Piraten? Ja, sicher. Wieso Piraten? Ja, weil Piraten besorgen, die haben wir damals, das ist ja die Zeit, wo die Piraten nicht nur Holzbeine hatten, sondern auch Holzarme. Da waren sie nicht mehr in der Lage, muss sagen, ihre Lieder zu spielen, auf dem Schiff auf, ne, mit einem Akkordeon. Man nennt ja das Glättende, wenn die Falte rausgepuckelt wird durch das Eigenurin, nennt man ja an und für sich auch Akkordeon-Effekt oder Ziehharmonika-Effekt. Weil die, wenn das auseinanderzieht, ist die Falte weg, wie beim Blaseberg. Wenn das wieder zugeht, ist das wieder geruffelt. Ja. Und der Pirat, muss sagen, in der Piratenzeit, im Mittelalter oder wann das war, die vor allen Dingen, die einen Holzarm hatten. Holzarm? Die, ja, Holzbein gab es ja auch. Ja, ja, klar. Und warum sollen sie nicht auch einen Holzarm haben? Das bleibt ihnen ja unbenommen. Genau, Leute haben Holzkopf, ne, oder was? So lässt er denn heißen. Ja, nur so jetzt, ne? So, und jetzt pass auf. Und jetzt hat der Pirat mit dem Holzarm, konnte nicht mehr so gut spielen auf dem Akkordeon auf. Und dann hat er oben, hat er Eigenurin reingefüllt. Und dadurch hat sich das mal sorgen geglättet. Die Ziehharmonika in der Mitte, der Blaseberg, hat sich durch das Eigenurin, durch die Dämpfe, die innen aufsteigen, geglättet. Hat das auseinandergezogen und unten war der Ablassschraube. Das ist ja noch bis heute, das ist ja noch als übrig bleibt, sind wir sorgen in den Blasinstrumente. Trompete, Posaunen, die haben ja noch so eine Klappe, wo das dann wieder so rausläuft. Und das war früher, wir sorgen bei den Piraten mit dem Holzarm, war das im Akkordeon. Und oben Eigenurin rein, streckt sich das Akkordeon, unten wieder raus, geht das wieder zusammen. Und so hat sich das Akkordeon durch das Eigenurin praktisch bewegt und dort die Luft reingepumpt, sodass er mit seinen Holzarme konnte ja nicht richtig das mehr auseinanderziehen. Mein Engo. Aha, so war das. So war das. Deswegen nennt man das auch Schifferklavier. Weil die doch reingeschiffert haben. Das ist meine Meinung. Doch kannst du mich überhaupt nicht weiter davon abbringen, auch wenn du das gerne möchtest. Oh, nee, nee, das wird wohl schon so seine Richtigkeit haben. Jetzt zum Beispiel, die haben doch damals auch gesungen hier, wir lagen die Piraten, wir lagen von Madagaskar und hatten die Pest an Bord, ne? Ne? Ja. Das gibt's, das Lied. Ja. Vielleicht hat das, wahrscheinlich sogar, hat das damals, wir lagen von Madagaskar und hatten gepisst an Bord. Und das hat sich, ob im Laufe der Jahre hat sich das verändert, die Sprache. So, dass das ist ein Beweis, das ist der Ziehharmonika-Effekt. Ja, ja, ja. Ja, was denn? Abend. Good evening, Mr. Chef. Abend. Mahlzeit. Please, can I have snacks and potato salad to go, please? You speak German? No, I'm English. Ah, okay. What?
What snakes and potato salad, please. Sausage? No, snakes. Schnitzel? Yeah. And potato salad. Potato salad. To go. To go. Okay. Okay. Zwei davon wollte. One moment. Okay. One moment. I make. You come from jetzt hier mal sagen. It's interesting, ne? Yeah. He don't speak English. Hä? Okay. I have in der Schule das gehabt. Ich weiß. Yes. No, das ist for me jetzt interesting. Football, ne? Yeah. You know, yeah. Football. Yeah. You understand English? I know. You are very clever. Yeah. You are a clever man. Yes. Yes. Aber jetzt mal sagen hier Football. You know football. I know football. You play football? Was? You want a potato here? Gib ihn doch einfach was. Here. Salad, please. Salat? This? Yeah. Okay. Das heißt Salat auf Deutsch. Ja. Was denn? Jetzt hier über Football. Jetzt hier mal sagen hier. Can you spiel Football auch? Yeah, I can play a little bit. You come from where? Africa? Oder Amerika? From England. Hä? From England, hat doch gesagt. You come from England? Yes. Ja. From England? Ja. Ja. Wieso? So, ganz normales Land. Ja, sicher ist das ein normales Land, aber da kommt man ja erstmal nicht dran. You live here? Yeah, I live here in Germany. Okay. In Hamburg. Hamburg, ne? Ja. Hamburg hat gesagt, das habe ich verstanden. Hamburg ist nice city, yes. Dann kann ich mir gar nichts über Afrika sagen, das wäre ja vielleicht auch eine gute Gelegenheit jetzt, kann ne? Das kann er nicht. Anthony Yeboah, ist er noch bekannt? What do you mean? Football. Anthony Yeboah. Anthony Yeboah. Yeah, I know him. From Ghana, oh, is Anna. You know him? Yeah. Siehst du? Ich kann ganz gut Englisch, ne? My parents from Ghana. Your friends are from Ghana. My parents. Ah. Wer? His parents oder was? Seine. Pirmasens. Your parents. My parents. Seine Eltern. Er kommt was? Seine Eltern sind aus Ghana. Aus Pirmasens? Nein, aus Ghana, nicht Pirmasens. Well, your parents? Ja. Yeah. Yeah. Parents heißt Eltern, oder was? Ja, natürlich. Was ich hab das kapiert, ich verstehe das, ne? 93, Was denn? Das ging aber noch ganz gut. Ich spreche noch relativ fließend Englisch. Ja, du hast davon nichts eine Ahnung. Ne? Wieso denn? Was denn? Ja, Anthony Yeboah oder was? Wie heißt der? Anthony. Ja, das hätte ich auch sagen können. Da hast du aber nicht, weil du keine Schergung hast von Fuß. Ja, aber das ist doch kein Englisch, nur weil du so einen Namen weißt. Anthony? Ja, das ist nur ein Name, Ditsche. Ja, und? Ja, das ist doch noch keine Sprache. Was ist das denn? Na, das ist doch noch nicht. Der Name ist doch aus der Sprache raus. Ja, aber. Oder ist das, hängt das in luftleeren Raum herum? Nein. Ist es eine Magie aus dem All? Ist es ein Zeitloch, in dem sich ein Fußballer mit dicken Marmeladenbeinen herumbewegt und sich um die eigene Achse. Nein, aber Anthony heißt in jedem Land, wo er hingeht, heißt er Anthony. Wenn er nach China kommt, heißt er doch nicht Shini Shano oder was weiß ich. Heißt er Anthony. Ja, eben, und deswegen ist das ein Name. Genauso wie Fußball ein deutsches Spiel ist, weil Fußball ist ein deutsches Wort. Ne? Wieso da? Sag mal, mein Ingo, hast du gehört, Keith Richards, ne? Jetzt mal sorgen, ne? Fußball heißt doch auf Englisch Football, zum Beispiel. Und auf Chinesisch? Aber woher soll ich das wissen? Fußball. Auf Chinesisch sagen die Leute doch nicht Fußball dazu. Vielleicht sagen sie auch nicht Anthony. Das wollte ich dir gerade beweisen. Diesen Beweis wollte ich dir bringen, dass ich fließend Englisch gesprochen habe.
Weil ich Ende nie gesucht habe und er hat das verstanden. Oder träum mal weiter. Er hat nicht getan, als wenn er das versteht. Weil ja, er hat das verstanden, weil ja, er bitte, den kannte. Den bitte. Persönlich also, wahrscheinlich, Arno, willst du mir auch noch erzählen? Nein, jetzt. Weil er aber den weißt, was hier Keith Richards, Keith Richards, ja. Ne? Der alte Mann mit den Furchen, ne? Von hier, mit dem ist doch vor einiger Zeit eine Kokosauce auf den Kopf gefallen. Ne? Weißt du? Ja, ich weiß. Von den Rolling Stones, ja, ne? Dann ist er von der Palme gefahren. Mussten sie noch hier, Tournee mussten sie noch verschieben. Weil bitte, er noch ein bisschen bitte. So, und jetzt weißt du, was das Größte ist. Habe ich in der Bildzeitung gelesen, ne? Oder irgendeine von der Zeitung, Bildzeitung, glaube ich, habe ich gelesen. Dass er jetzt muss sagen, er schreibt ja jetzt an seine, wie heißt das, Memoiren, ne? Ja, da geht er schon los, Memoiren heißt ja, das. Ja, oder Memoiren, man kann das ja auch so aussprechen. Nein, kann man nicht. Du sagst ja auch Balkon oder Balkon. Ja, aber du sagst ja auch nicht Dichin. Sky Dumont, ja. Der sagt vielleicht Balkon. Ja, und? Aber Balkon, ein richtiger Hamburger sagt Balkon. Ja gut, dann sag Memoiren mal ich wegen. Sag Memoiren, weil mir das, das unbenommen, das bleibt mir unbenommen, ja, das macht ich, mich ja, glücklich. Ja. Ich gehe doch mit glücklich in die Heimat. Ja, dann habe ich doch nichts so, jetzt aber pass auf, der ist ja mit der Kokosnuss getroffen worden und von der Palme runtergefallen. Und jetzt schreibt er den Memoiren. Und jetzt haben die Leute, die das Buch rausbringen, um sich was zu bemängeln, weil er sich an gar nichts mehr erinnern kann. Von der Stones jetzt und so. Er weiß dann oftmals nichts mehr und so. Dann redet er irgendwas und dann hat er das vergessen. Ne? Ach echt? Und manchmal hat er, glaube ich, sogar überhaupt vergessen, dass er Memoiren schreibt. Ne? Dann sitzt meinst er du, so aber so er weiß auch, dass er Kies ist, ne? Ja, das weiß man nicht vielleicht auch nicht, ne? Kiesgrube, ne? Haben wir mal gesagt, als Scherz. Als früher, Witz, mit ne? den Normen jetzt, ja. Ne? Aber jetzt, das Ganze hat ja einen sehr ernsten Hintergrund. Einen sehr ernsten Hintergrund, mein Engelmann. Einen ganz ernsten Hintergrund. Ist jetzt mir wie aus Schuppen aus der Augen rausgefallen hier. VW, ne? Die haben doch mal einen Golf Rolling Stones auf den Markt gebracht, ne? Ja, ich weiß, hier, Voodoo, das war zu der Zeit, als die Voodoo-Dings da. Hä? Voodoo Lounge. Voodoo? Ja. Ja, das weißt Voodoo? Du nicht. Die Platte hieß damals so. Und da haben sie Mama Voodoo... Mama, noch ein Bierklo hier. Zack, zack. Haben sie Golf Voodoo Lounge Voodoo, Voodoo, ne? Rolling Stones jetzt, ne? Ja. VW ist das Stichwort. Ja. So, und jetzt haben sie VW, ne? Kommt ja bitte woher? Ja, Wolfsburg vielleicht, so, ne? Und wer war bei Wolfsburg bis vor kurzem Trainer? Woher soll ich denn das wissen? Ich denke, du hast Ahnung von Anthony de Boer. Ich habe überhaupt keine Ahnung, so habe ich doch gar nicht gesagt. Dann musst du dich in den Bereich Fremdsprache zurückhalten, wenn die Fachleute sich unterhalten. Das ist jetzt Bereich Fußball, mein lieber Freund. Bereich Lebewesen. Ja, Bereich Lebewesen. Woher soll ich wissen, das ist so, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Feuchten Schiss. Ja, ja, das weiß ich wohl. Ja. Deswegen wirst du auch mal sorgen. Ja, genauso weiterleben wie bisher, würde ja, ich sagen. Ne? Eben. Ne? So, jetzt pass auf, mein Engel. Ne? Ich wollte an und für sich jetzt auch doch noch mal dir was aufzeigen. Natürlich. So, also mal sagen, Keith Richards kriegt eine Kokosnuss auf den Kopf, fällt vom Baum, vergisst es, er Keith Richards ist, schreibt seine Mäuren nicht mehr, sitzt daneben, sucht was soll ich mit so einem Buch, keine Ahnung. Keine Dann sagen sie ihm das dreimal, vergisst er gleich wieder. Die Stones haben einen Golf rausgebracht, der Rolling Stones heißt, mit Volkswagen zusammen. Ja. Wolfsburg entlässt überraschend, kurzfristig und bitter den Trainer. Weißt du, welchen Trainer? Den von Wolfsburg, hast du doch gerade gesagt. Aber weißt du, wer das ist? Nein, woher denn? Weißt du doch, dass ich das nicht weiß. Klaus Augenthaler. Ja, und Augenthaler. Auge, ne? Auge. Ja, und? Weißt du, wie der aussieht, wenn man genau hinguckt? Wie soll der aussehen? Wer sieht. Wie Keith Richards. Der sieht doch nicht aus wie Keith Richards. Aber 100 Pro. Ach Quatsch. Er hat die gleichen Furchen und die gleichen Vermandelungen im Gesicht. Ja, okay, okay. Er sieht aus wie, und er sieht aus wie Keith Richards. Es ist, und, ein, und? Es ist ein Vertrag. Und? VW hat einen Vertrag mit den Stones. Wenn Keith Richards nicht mehr kann, dann springt Klaus Augenthaler ein. Und dann macht Auge Gitarre. Weiter, oder was? Auge spielt jetzt Gitarre. Dann rockt Auge, Auge. Sie verkaufen das, als wenn es sportlich ist, nicht, das nicht reicht. Aber in Wahrheit reicht das. Ne? Das reicht? Es reicht. Er könnte normalerweise weiter trainieren, aber trainiert nicht weiter. Er muss jetzt mit der Stones auf eine Tournee gehen und eine Frau für Mick Jagger holen und so weiter. Ne?
Wahrscheinlich leihen sie ihn gleich noch einen dicken Boss auf. Und du meinst, er kann auch Gitarre spielen? Kann er genauso wie Keith Richards und das alles? Das kann der doch auch nicht mehr. Du wohnst uns so immer junge Butchies in den Vorhang, die das gespielt haben. Die Stones haben sie doch nur noch hingestellt. Das glaubst du doch nicht im Kasper Ernst. Das glaubst du doch nicht im Ernst, dass die nicht spielen. Das können die gar nicht mehr. Natürlich. Der eine ist doch so ein Schwimmbad ertrunken, von denen, der das gespielt hat. Den gibt's doch so schon lange nicht mehr. Seitdem haben wir die Brian May drauf. Meinst du? Brian May. Brian May? Brian May. Brian Jones, genau. Hier, Schildi weiß Bescheid. Brian May oder was? Nein, nein, Brian May ist hier der andere von Queen. Nee, wieso? Das ist 30 Jahre her, dass der. Das ist egal. Die können allerdings spielen, die Leute. Ich war selber noch beim Brian Jones Konzert. Die können nicht spielen, das ist richtig. Und Mick Jagger kann auch gar nicht singen. Der kann nur die Klappe aufreißen. Mal, willst du jetzt hier Ärger machen? Nein, finde ich nicht gut, aber man muss der Wahrheit auch mal ins Auge blicken. Die Stones sind überschätzt, ist meine Meinung. Sind überhaupt nicht überschätzt. Die Flippers sind genauso gut, aber ihnen wird die Anerkennung versorgt. Das ist doch der größte Scheiß, den es gibt. Das ist überhaupt nicht wahr, die Flippers sind eine super Band. Was soll denn daran eine Band sein? Das sind so drei komische Fuzzis mit so... Keine Fuzzis, die sehen genauso aus. Sie sind nur ein bisschen von der Stilistik in eine andere Richtung gegangen. Mit dem Hawaii-Hemd. Das bleibt ihnen doch unbenommen. Ja, wer spielt denn da überhaupt ein Instrument bei denen? Da geht's schon mal los. Einer haut auf so eine Elektrotrommel rum. Das ist ein Plastikteller. Das sind ummantelte Plastikteller. Die sind mit der Korbe verbunden. Und dann gehen die da irgendwo rein in den Lautsprecher. Ja, eben. Und das dann haut er da drauf rum. Das ist, und man sagen, wird da weniger Holz für gemacht. Das haben sie nur gemacht, damit der Regenwald nicht so leiden Nein, muss. Das haben die gemacht, weil der keine Ahnung hat. Weil der überhaupt nichts kann, die blinde Nuss. Weißt du doch gar nicht, du kennst ihn doch gar nicht. Das brauchst du doch, guck dir das doch an. Jedenfalls sind die Flippers besser als die Stones, das lassen wir gar nicht ausreden. Das ist ja wohl lächerlich. Außerdem sind sie nur drei, da brauchen sie einen viel kleineren Bandboss. Da weißt du jetzt gar nichts mehr zu sagen. Nee, allerdings nicht. Ist wenn da mal Wolfsburg mit dem gleichen Vertrag gemacht hätten, dann würden sie jetzt mal sorgen, mit einem kleineren Auto zu rennen. Dann könnten sie ihnen Lupo geben oder sowas. Oder so eine andere Schüssel oder irgendwas Altes. Keine Ahnung, Käfer oder was. Oder ein Golf-Flipper oder was. Das ist eine gute Idee. Golf-Flipper, ne? Ja. Da könnte er auch so ein bisschen schnattern, wenn er den Motor anmacht. Ja. Motor. So schnattern. Ja. Ne? Ja. Weißt du? Ja. Ein Käfer schnattert. Ja. Es ist ein Boxer schnattern. Es ist ein anderer Mode. Ja. Boxermode. Ja. Der schnattert und klärt, mein Engel. Schnattert und klärt. So ein bisschen so wie hier mit der Scheibe, wenn ich genau drüber nachdenke, ne? Da brauchst du keine Witze übermachen. Du bist ganz nah dran vorbeigesegelt. Wo dran bin ich denn vorbeigesegelt? Ja, das weißt du ganz genau. Was denn? Weißt du ganz genau, ich weiß es gar nicht. Natürlich. Weshalb hast du denn letzte Woche? Das, meine Damen und Herren, war es für heute aus der ARD Hauptgrillstation am Eppendorfer Weg in Hamburg. Die neuesten Einsichten. Wir wissen jetzt alle, warum Schalke nicht deutscher Meister geworden ist. Putin ist schuld. Ditsche geht in die Sommerpause, wie die Parlamentarier in Berlin auch. Er meldet sich wieder am 7. November. Bis dahin, viel Spaß. Jetzt brauchen wir. Bier. Mach mal ein schönes, kühles Demdorf-Klor. Lass den Mann noch nicht warten. Nein, komm doch schon. Er ist weit angereist aus der Hauptstadt raus, ne? Ja, ne?